Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, wir haben ein längeres Päuschen gemacht. Es war ziemlich chaotisch und überhaupt. Oh, Moment, wir können den Honig hier ernten. Und überhaupt war irgendwie. Welchen Honig können wir jetzt ernten? Den. Oder sind beide fertig? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, der ist noch nicht fertig. Okay. Die sind nur zum Ernten. Links hat man, glaube ich, nichts reingemacht. Nee, gar nichts reingemacht. Okay. Oh, my watering can is Nein, das stimmt gar nicht. Ach so, doch. Ich habe hier nur Honig genommen. Ich habe jetzt gar nichts gegossen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Hier haben wir auch Sachen, die wir noch einsammeln können. Allerdings nicht die, wo wir jetzt gerade drauf stehen. Ich liebe es immer aussuchen zu müssen, welches von denen jetzt richtig ist. So, da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen bewässern. Und da links, das waren, glaube ich, alles nur Blumen, ne? Ist jetzt die Frage, müssen wir die auch nochmal bewässern? Ich glaube, oben die müssten wir auch bewässern. Die sehen so klein aus. Oh, Moment, die können wir einsammeln. Sehr schön. Da, was machen wir denn da hin? Neue Trauben, würde ich sagen. Ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir unseren Wesley betüddeln können, damit wir den endlich mal heiraten können. Aber naja, also Hoffnung aufgegeben habe ich nicht, aber die Hoffnung schwindet sehr, sagen wir es mal so. So, genau, das meine ich doch. Die müssen wir nämlich noch gießen. Dann sind das die anderen, die so groß aussahen. Okay, hier irgendwo, die sind das, glaube ich. Die können wir einsammeln, genau. Sehr schön. Ja, und ich habe auch gehört, dass es sehr viele neue Sachen gibt, wovon. Nein! Oh, ich hasse es, wenn ich was einsammeln will und die das dann nicht macht. Wovon ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt noch nichts mitbekomme, was sehr schade ist. Weil wir haben wohl neue Updates und neue Sachen, die wir bauen können und neue Sachen für Tiere. Da muss ich jetzt gleich mal bei dem einen gucken, was mit dem ist. Genau, du bist voll. Dich brauchen wir ja eigentlich nicht zu betüddeln. Was ist mit dir? Du bist noch nicht ganz voll. Irgendwie glaube ich aber, dass sich optisch auch was geändert hat. Das mit dem Fragezeichen, was da unten jetzt drin ist, also unten rechts, das war, soweit ich weiß, vorher nicht drin. Kann man da irgendwie drauf gehen? Nee, kann man nicht drauf gehen. Hätte ich jetzt bei der Kuh mal gucken müssen. Aber ich glaube, die hatte auch ein Fragezeichen drin. Wobei, das war jetzt gerade voll. Das ist voll und es hat auch ein Fragezeichen drin. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, wo jetzt da der Unterschied ist oder warum das jetzt da drin ist. Dich können wir auch nochmal direkt voll machen. Genau. Okay, voll machen können wir dich nicht, aber wir können auf jeden Fall schon mal weitermachen. So, dann die Hühner. Dich müssen wir auf jeden Fall füttern. Ich bin gerade schon. Ja, jetzt kommen sie alle angelaufen, das war klar. Ich bin gerade schon am Überlegen gewesen, wenn ich jetzt so lange nicht online gewesen bin, also beziehungsweise in diesem Spiel nicht online gewesen bin, ob sich da denn irgendwas mit den Hühnern tut oder ob die jetzt alle schon verreckt sind. Aber das ist wohl die Online-Zeit, die man verbringt. Nicht die Zeit in der Realität. Das wäre ja noch schöner. Wenn die dann sterben würden, wenn man mal 2 Wochen in Urlaub fährt oder so. Hilfe, meine Farm ist ausgestorben. Ich bin weggefahren. Das, ja. Traue ich manchen Spielen auch zu, muss man auch dazu sagen. Aber ich sag mal, die meisten Spiele sollten sowas nicht eingebaut haben. Ich weiß noch, ich habe damals sehr lange, sehr intensiv ein Spiel gespielt, dessen Name ich heute leider nicht mehr kenne. Das war so ein Weltraumspiel. Eigentlich war das so ein ganz effes Spiel. Also man konnte nicht viel machen. Man hatte Schiffe im Weltraum, mit denen man andere angreifen konnte. Schiffe, also man hatte einen Planeten und natürlich auch Rohstoffe und so weiter. Und das Problem war, dass das Ganze online war und die anderen einen halt ständig angegriffen haben. Das ist okay, wenn man eine gute Verteidigung hat. Es war auch soweit alles in Ordnung. Also ich war extrem groß auch. Aber
Das Problem war halt, man musste die Ressourcen sichern. Und um die Ressourcen zu sichern, vielleicht kennt ja der ein oder andere das Spiel, dann kann er mir gerne mal in die Kommentare den Namen schreiben. Ich habe es nämlich echt vergessen. Um die Ressourcen zu sichern, musste man diese Schiffe, die man hatte, wegschicken. Come here. Also beziehungsweise die Ressourcen einlagern in diesen Schiffen oder überwiegend Ressourcen einlagern. Also man konnte ja nicht alles sichern. Und die Schiffe dann wegschicken. Aber das Problem war, also man konnte die zu einem speziellen Ziel schicken. Aber man konnte nicht sagen, so, ihr seid jetzt mal 3 Stunden unterwegs oder so. Sondern die flogen halt immer weiter. Die flogen zu dem Ziel und flogen immer weiter. Beziehungsweise waren dann irgendwann bei dem Ziel, glaube ich, angekommen und blieben dann da. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das war. Auf jeden Fall musste man dann dafür sorgen, dass man, sage ich jetzt mal, wenn ich morgens zur Arbeit gegangen bin, dann nach, ich sage jetzt mal, 8 Stunden habe ich die zurückgerufen. Und dann sind die nochmal weitere 8 Stunden später, sind die dann wiedergekommen. Also die sind genauso lange am Zurückfliegen gewesen, wie sie zu irgendeinem Ziel hingeflogen sind. Mit den ganzen Ressourcen. Die konnten zwar nicht angegriffen werden unterwegs, aber sie waren halt ja sehr lange unterwegs. Und dann hat man am Ende halt nur noch so lange gespielt, dass man gesagt hat, also wenn man jetzt zum Beispiel arbeiten gegangen ist und halt eben nicht die Möglichkeit hatte, zwischendurch zurückzurufen, hat man das dann so gespielt, dass man, sage ich mal, am ersten Tag normal gespielt hat. Ach, sie ist noch nicht da. Und am zweiten Tag, oder anders gesagt, normal gespielt hat, die Schiffe weggeschickt hat. Meistens haben wir das dann so gemacht, dass wir dann abends die Schiffe weggeschickt haben. Und dann am nächsten Morgen, bevor man dann zur Arbeit gegangen ist, also eine Freundin hat es auch mit mir zusammengespielt, die wieder zurückgerufen hat, sodass sie dann abends wiederum, wenn man dann von der Arbeit kam, wieder da waren. Also das war extrem nervig irgendwie. Also ich weiß nicht, wer sich da so einen Blödsinn bei gedacht hat. Vor allen Dingen das Ganze dann dauerhaft online und ja, es war irgendwie alles, es war ein schönes Spiel, ich habe es immer gerne gespielt, aber ja, so von der Spielart her, sage ich jetzt mal, war es extrem nervig halt mit dem Zurückholen und so. Können wir da noch was reinmachen? Moment, das hier haben wir gemacht, ne? Da bräuchten wir was für Tierhaut. Gut, Tierhaut haben wir, Pilzleder, achso, Fischleder haben wir auch noch. Okay, das war, glaube ich, nur ein Experiment, dass wir das mal ausprobiert hatten. Dann schauen wir hier mal eben, da soll es ja auch was Neues geben. Was ich aber noch nicht sehen kann. Also ich habe hier 3 mit Fragezeichen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir endlich alles, obwohl im Moment 3 mit Fragezeichen... Nee, die hatte ich vorher auch, oder? Oder hatte ich 2 mit Fragezeichen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Weil die haben Werbung gemacht. Und das kann man ja mit keinem von den Sachen, die hier stehen, dass man jetzt eigene Lutscher oder sowas wohl machen könnte mit einem neuen Gerät. Aber da finde ich jetzt nichts. Also da weiß ich nicht. Hey. How's it going? It's fine, Tara. I appreciate you checking in. But you don't have to. Everyone's been looking at me funny. Sophia won't talk to me. You probably don't want to either. That's not true. You weren't yourself. Part of me accused Sophia. The worst part. That part thought, if I was so unlucky and lonely, there had to be some bad person causing it. But the bad person was just me. You can make this right, Natalia. You just... We'll have to give Sophia some space first. Oh, I will. I don't want to upset her even more. You know one good thing to come out of this, though? I realized I get to make my own luck. That's a very healthy way to look at it. Thanks for stopping by, Tara. Hat sie das nicht schon mal gesagt? Oder sowas Ähnliches zumindest? Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Was ist mit dir? Du warst schon ausgelevelt, oder? Du warst schon ausgelevelt. Ich habe es jetzt so lange nicht mehr gespielt, muss ich gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß. Ich glaube, er war auch ausgelevelt.
Ja, er hatte nur das eine. Du warst auch ausgelevelt, ne? Okay. Der Bürgermeister war auch ausgelevelt. Der hat auch keine neue Quest oder so, ne. Sie war, meine ich, noch nicht ausgelevelt. Also freundschaftlich gesehen natürlich. Nee, war sie well, nicht. Thank goodness Natalia recanted. I feel a little less guilty now. Ja, naja. Die Kiddies. Wie war das jetzt? Die Kleinen waren noch nicht ausgelevelt, glaube ich. Die Großen. Ach so, oder die Kleinen waren ausgelevelt und die Großen noch nicht. Ja, ich glaube, es war eher andersrum. Well, I'm relieved, but I still think it's nuts that anyone would think that Miss Moretti is a witch. Well, I'm glad Natalia took back her accusation. Maybe she did, but I'm never going to forget what she said about my mom. I still can't help but feel like this is all my fault. Die hat so wenig Selbstbewusstsein irgendwie. Alles, was um sie herum passiert, ist immer ihre Schuld. Ich weiß auch nicht. Achso, sie hatten wir jetzt als Herz schon, okay. Was ist mit dir? Parker, hast du für mich irgendwas Neues? Ja, anscheinend ja, aber ich kann es nicht. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Also es wird damit geworben, dass ein neues Update rausgekommen ist, aber man kann nichts von den Sachen machen, die beim Update drin sind. Und das ist nicht nur nervig, sondern auch extrem schade natürlich. Was ist mit dir? Dich wollten wir hinten ja eigentlich schon erwischen. Da oben. That trial was so strange. And am I wrong or should there have been some sort of jury and a vote perhaps? I know Otto was re-elected mayor, but that doesn't make him a judge too. Does it? Nee, definitiv nicht. Okay, da schauen wir mal nicht. Ach, da oben steht noch einer. Du warst auch noch nicht ausgelevelt, glaube ich. I can't figure out why Natalia changed her mind. Because there was no evidence against Sophia? Oh, Tara. This isn't about Sophia. It's about making sure we have a peaceful community that supports us all. Boah, ich werde den weder verstehen noch leiden können. Niemals, glaube ich. Oh, I am so glad Natalia came to her senses and recanted her accusation. There's no sense in that head of hers at all, nor the others. They're on the hunt now. I've seen this happen before. Always ends the same way. Ja, das hoffe ich mal nicht. Aber das ist das Problem, ne? Das wurde ja politisch auch immer wieder öfter versucht. Dass man eine Hexenjagd beginnt und dann darauf hofft, dass das dann in den Köpfen der Menschen bleibt. Da oben brauchen wir jetzt nicht hinzugehen. Haben wir eigentlich irgendwelche Aufgaben oder sowas? Da, ich musste erstmal wissen, wo ich überhaupt draufdrücken kann. Also, ach so, genau, winterliche Grüße. Das Ritual brauchen wir ja noch. Genau, das habe ich total vergessen. Braue zwei Schrumpftränke und zwei Strecktränke. Wir hatten ja eine Aufgabe, genau. Die Frage ist jetzt nur, was brauchten wir jetzt dafür? Da brauchten wir doch was Magisches für, oder? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Und die Winterformel müssen wir noch. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz zurück und schau mal eben nach. Ich meine, ist ja jetzt nicht so wichtig, mit den Leuten zu sprechen. Schaue ich mal eben nach, was wir da jetzt rausfinden können. Vermutlich alles, was wir schon in der letzten Folge rausgefunden haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß das alles nicht mehr. Das ist jetzt so lange her. So. Ach so, den haben wir schon mal gemacht. Ah, ich brauche aber zwei davon. Die Frage ist jetzt nur... Strecktrank. Ja, wir können noch einen herstellen. Und das andere war der Schrumpftrank. Achso, hier oben, der war das. Da brauchen wir Schokoladencupcakes für.
2 Schokoladen-Cupcakes. Das unten ist aber auch wieder neu hier, oder? Das kenne ich jetzt so noch nicht. Gut, da machen wir jetzt den erstmal noch. Dann brauchen wir ja 2 für. Und dann 2 Schokoladen-Cupcakes. Frage ist jetzt, können wir die überhaupt machen? Und wenn ja, haben wir die Zutaten dafür? Ich meine, wir können die machen, aber ich glaube nicht, dass wir die Zutaten davon haben. Oh, doch. Aber wir bräuchten noch 2-mal Schokolade. Wo habe ich jetzt die Schokolade hergeholt? Das ist jetzt, beziehungsweise 1-mal Schokolade. Und 1-mal, wenn wir dann nochmal einen übrig haben wollen. Ich meine, die habe ich bei unserem Surferboy geholt. Ich bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher. Ich muss auch noch ins andere Reich mal reisen. Ich muss ja Wesley unbedingt noch, ne? Betüddeln hier. Was ist mit dir? I've been slipping bags of candy into Sophia's groceries. But she's still so distraught, I don't think she's noticed. Okay. Sophia hat aber jetzt nicht zufällig geöffnet, oder? Doch, sie hat geöffnet. Dann können wir auch gleich mal mit ihr sprechen. Brah, I didn't think Otto was that serious about the malcontent thing. I wish she'd try to just be like... content. Ja, immerhin gibt's ja auch keine Probleme hier. Zumindest nicht bis er dann da und nicht auf Lager. Nein, komm, ich brauch die Schokolade. Was bist du für ein Idiot? Ich brauch die Schokolade. Oh Mann. Dann kann ich nicht weitermachen. Ja, der war doch vorher schon ein guter Freund, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ach, guck mal, wenn hier schon extra alle sitzen. I've been using this app that teaches me useful or pretty Japanese words. You know, stuff my dad didn't yell at me or at the line cooks. Yesterday, the word was kogarashi. It means the cold at the beginning of winter. Ah, I can feel it happening. Fall is almost over. Ja, schön wär's, aber ich kann leider nicht dafür sorgen. Sag mal, jetzt bist du wieder nach links am Laufen, ja? Oh, wie traurig sie guckt. All this time, my diner has been the place where other people come for comfort. But where am I supposed to go if I need comfort? Oh, Sophia. It's all right. I'll make it through this. For Juliet. Ja, ich kann bei dir auch... Ja gut, wenn ich bei ihm Schokolade kaufen kann, aber auch Cupcakes kann ich auch nicht kaufen, ne? Das sind die einzigen... Das sind die einzigen Sachen, die ich hier kaufen kann? Echt jetzt? Aber wieso kann ich hier ein Band mit Rezepten für deine Trüffel? Aha. Nehmen wir das doch mal mit. Also, ich meine. So, da könnte ich theoretisch die Sachen alle verkaufen, aber die habe ich nicht alle hergestellt, deswegen. Juhu, neue Gegenstände können hergestellt werden. Yay! Da ist nur noch er. Ach so, Moment. Jetzt, wo das alles vorbei ist, können wir Oma noch mal besuchen. Wir können ja doch noch irgendwas reinmachen. Sagen wir mal... Mohnblumen. I miss you, Grandma. Ich meinte natürlich Mondblumen, nicht Mohnblumen, weil die gibt es ja auch noch. Aber das sind andere. Gut. Wir laufen jetzt hier unten nochmal ein Stück weg. Ich will auch überhaupt nicht angeln oder sonst irgendetwas. Aber man kann ja schon mal unterwegs was einsammeln. Deswegen laufe ich doch nochmal ein bisschen am Strand entlang. Die meisten, wenn nicht sogar alle, sollten... Ah nee, dieser Angler hier, der hat Pause und könnte eventuell irgendwo hier auf dem... Ah, guck mal. Auf dem Weg sein. Ich habe schon alle Namen wieder vergessen. Bruno, genau. Kim's got a crush on Amira. Everyone knows that. They're too shy to make a move. But I've tried to tell them, you can reel and reel, but eventually, you gotta put the fish in the boat. Ja. So. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt die Büsche noch... Ach so, ja, Thomas. Aber Thomas ist... Doch, Thomas ist zu Hause. Hat aber auch keine neue Quest für uns, ne? Dann
ist das schon okay. Ich hoffe, wir brauchen jetzt auch kein Futter. Nee, wir hatten, glaube ich, irgendwas über 30 oder so vorhin. Das sollte soweit in Ordnung sein. Ah, mein Gefühl hat sich nicht getrügt. Beziehungsweise hat mich nicht getrügt. Weil wir können wieder Blaubeeren holen. Das heißt, wir können dann am nächsten Tag auch in den Wald laufen. Und da nochmal komplett abernten. Das ist schön. Neue Muscheln finden ist auch immer schön. So, hier ist sonst nichts mehr. Ich dachte vielleicht noch ein bisschen Seetang oder so. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. So, einen guten Einfall hätte ich jetzt allerdings gerne. Und zwar, wie ich jetzt diese ganzen neuen Sachen vom Update bekommen kann. Ich habe überall nur Fragezeichen, ihr habt es ja gesehen. Ich dachte, das wäre jetzt die perfekte Möglichkeit, dass ich hier weitermache und das aufnehme. Ich meine, es kam gerade ein neues Update, man hat viele neue Sachen. Aber in Slavic folklore, there's a magical creature called the Leshy. It can compel humans to do its bidding. But if you know the right words, you can banish it. Leshy, Djinn, Wraith, whatever they're called, they need to dial it down. Ne? Finde ich auch. Steht immer neue Bekanntschaft drin. Ey, das kann doch nicht sein. Wie lange braucht der? Moment, habe ich eventuell... Habe ich noch Wein? Ich bin mir nicht sicher. Nee, habe ich nicht. Warum habe ich keinen Wein? Eigentlich müsste doch welcher fertig gewesen sein. Oder habe ich gar keinen mehr gemacht? Ich habe keine Ahnung. Oh, Terra, you were magnificent. And don't forget, Sophia's not the only one you saved. Now Natalia is free as well. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was meint sie denn jetzt? Hallo? I've never seen wraiths myself, but Perry says they're real nasty business. As a girl, I heard plenty of stories too. Wraiths used to be more common around here. Wonder what's making them come back. Ja, die Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich muss zustimmen, dass die wohl ziemlich nervig sind. Weil es hat mich viel Zeit gekostet. Bis der überhaupt kam, der Geist, und dann, bis das dann, ja, auch zu Ende war. Do you ever create your own plant strains? Constantly. The herbs I seek for my needs do not exist, so I must create them. It is, a process. Okay, dann haben wir noch ihn. Ich hoffe, ja, er ist da. Wesley asked me to write a book about caring for creatures. If I could write, I'd do it. Ich kann schreiben. Ich bin sogar Bestseller-Autorin. Ist kein Thema. Mache ich sofort. Ich brauche nur den Inhalt. Ja, dann haben wir hier alles erledigt. Dann können wir eigentlich schon wieder fast den Tag schließen, weil wir können ja nichts machen. Das ist ja das große Problem. Och, Mann, das nervt mich jetzt ehrlich gesagt total. Das sind die Sachen dafür. Ja gut, das eine ist drin. Mit dem anderen, ja gut, das andere können wir noch machen. Dann brauchen wir aber noch einen zweiten Tag im Endeffekt oder halt den Abend von mir aus, um das dann reinzutun. Das andere wäre dann Winterritualformel. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt eben, ne? Ach so, Moment, ich muss hier mal eben... Weil jetzt muss ich auf jeden Fall aufladen können, auffüllen können. Ja, es ist nicht viel, ne? Aber man vergisst es ja sonst. Da haben wir auch nur eins mit Fragezeichen. Das ist vermutlich das, worauf sich so viele gefreut haben, was wir nicht machen können. Also das ist doof, wenn man immer wieder irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommt. Ihr könnt jetzt dies machen, ihr könnt jetzt das machen und nichts davon kann man machen, weil es einfach nicht freigeschaltet ist. Das ist wirklich extrem nervig. So, wir haben da unten jetzt die Formel. Winterritual. Achso, dafür brauchen wir diesen... Hä? Moment. Trompete de la Mort. Die müssten wir rein theoretisch im anderen Reich kriegen, oder? Aber, achso, die Tigerlilie. Da wollte ich doch eigentlich nachfragen. Trompete de la Mort und Tigerlilie.
Da wollte ich doch eigentlich gucken, ob wir die eventuell bei der einen kaufen können. Wovon ich nicht ausgehe, aber... Oder vielleicht auch hier bei unserer Blumenfrau. Vielleicht verkauft die auch Tigerlilie. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall gut. So. Gucken wir mal. Was hast du denn im Verkauf? Keine Tigerlilie. Aber auch nicht diesen Pilz. Nee, ich wollte... Hallo? Ich wollte eigentlich hier runtergehen, um zu gucken. Kann man auch nichts machen, damit sie das freigeschaltet. Also damit ich das freigeschaltet bekomme. Tigerlilie und die Pilze. Wenn wir einen Weg finden sollten, wäre das natürlich cool. Dann gucke ich jetzt nochmal eben bei Violet nach. Ansonsten gehe ich wirklich mal gucken, ob ich die Pilze vielleicht selber sammeln kann in diesem Paralleluniversum oder eventuell auch, was ich aber eher nicht glaube, bei Shelby kaufen kann. Moment, was ist das? Tigerlilienknollen. Habe ich davon schon welche gekauft? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Habe ich die nicht neben der Tür? Ich kaufe jetzt trotzdem mal zwei, vorsichtshalber. Ich habe auf jeden Fall keine drin. Ich glaube, ich hatte die angepflanzt, ne? Die Frage ist aber trotzdem noch, wo kriege ich den Pilz dann her? Da schauen wir nochmal eben nach. Also, entweder... Da gucken wir mal kurz als erstes. Entweder verkauft Shelby die, was ich nicht glaube. Oder wir könnten die eventuell eben in der magischen Welt holen. Ne? In dieser Feenwelt oder wie die heißt. Das ist ein anderer Pilz hier, oder? Der Pilz heißt nur Pilz. Na gut. Das ist aber zum Verkaufen. Aber er ist trotzdem nur Pilz. Das ist ja irgendwas mit Trompete oder sowas, ne? Dann gucken wir mal in der magischen Welt nach. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Also erstmal gucken wir hier, dass wir ein bisschen was reintun. Oh, aber vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht eher eine Blume. Von denen haben wir nur 39. Eine Blume. Ringelblume, okay, geerntet haben wir die einen auf jeden Fall noch nicht. Brombeere, zack. Ist das schon mal wieder voll? Blubbert das hier überall so? Ich weiß es nicht. Okay, Violet ist auch dabei, sehr schön. Wir müssen schauen, ob wir hier irgendwo Pilze finden. Wenn jetzt... Ach, guck mal, was ist das denn für kleines Vieh hier? Oh, wie niedlich. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt eh wieder überall aufgehalten. Deswegen habe ich es auch vorsichtshalber nochmal aufgeladen. Wir können auch nichts. Nee. Du kannst in Perrys Laden mehr magisches Saatgut kaufen. Ach, da kann ich die Sachen von Perry reinmachen. Ah, das wird so ein kleiner Knuffel, Hallöchen. Okay, aber wir haben hier so nichts. Was wir einsammeln können. So wie es aussieht. Hier ist auch nichts drin. Hm. Wo bekomme ich dann die Pilze her? Weil die Pilze, die hat sie ja auch nicht verkauft. Sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, die kann man jetzt hier eingraben. Und dann bekommt man die. Aber dem ist nicht so. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch heute schon gefoppt. So. Einmal noch hier probieren. Hier ist nochmal so ein Becken, aber... Hm. Nee. Falls ich das mal wusste, weiß ich es jetzt nicht mehr. Achso, hier ist sonst nichts mehr, ne? Ah, okay.
Nee, also ich weiß immer noch nicht, wo ich diese blöden Pilze herbekomme. Ich meine, die Blumen, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger, das ist okay. Aber, ja. Wo bekomme ich diese Pilze her? Weil das sind die ja nicht, das sind ja auch so braune Pilze. Das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwas leveln muss oder so. Keine Ahnung. Nehmen wir nochmal zwei Blumen. Müssten wir eigentlich ja auch bald wieder pflanzen, ernten können. So, zwei Brombeeren noch. Den haben wir also auf jeden Fall wieder voll. Ja, keine Ahnung. Also ich muss mal gucken. Hier steht auf jeden Fall nicht, dass die heute geholt werden können. Ich muss mal gucken. Im Wald finde ich die ja so auch nicht. Sonst hätte ich die ja schon mal gefunden. Warum wollte ich jetzt nochmal zu dir? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei dir habe ich auf jeden Fall die Blumen bekommen. Ich glaube, deswegen wollte ich eben zu dir. Ne? Das hatte sich ja jetzt schon erledigt. Ja, es wird heute eine etwas längere Folge. Es tut mir leid, aber ich möchte es eigentlich... Eigentlich würde ich es gerne noch herausfinden, aber ich schätze, dass wir es nicht mehr herausfinden werden. Ja, und das sind die richtigen Blumen. Ach, mein Gott. Ich bin auch so ein Hohlkopf manchmal. Nein, du sollst das nehmen, wo ich vorstehe. So. Tigerlilie. Frage ist jetzt... Ja... Theoretisch können wir die ja nochmal anpflanzen. Ist ja jetzt gerade die Jahreszeit dafür. So. Weil, dann hat man natürlich den Vorteil... Ach, da fällt mir uns gerade ein. Ich könnte da auch was reintun. Was war das denn gerade? Moment. Hä? Jetzt ist hier schon wieder was Neues, was ich aber schon wieder nicht benutzen kann. Das ist so ätzend. Wenn man die Sachen dann nicht benutzen kann, aber schon sieht, dass da was ist, sozusagen... Also dieses Update hat es echt in sich. Nur, dass ich nichts davon benutzen kann. Das ist halt extremst schade. Ach ja, Blumen muss ich auf jeden Fall hier reinmachen wegen dem... Ja, ja, okay. Okay, okay. Ist schon gut, dass ich die drin habe. So. Dann ist die Frage... Wie lange braucht der jetzt hier noch? 3 Stunden 50. Dann werde ich mal eben kurz ein bisschen beschleunigen und dann werden wir hier mal austauschen. Bis gleich. So. Der Strecktrank ist fertig. Dann brauchen wir jetzt einen Schrumpftrank. Und ich sehe gerade was. Nee, oder? Moment. Schrumpftrank. Das war der hier. Ich bin so dämlich. Nach welchen Pilzen suche ich hier eigentlich die... Moment mal. Nee, da waren aber auch keine Pilze. Also Pilze sind schon drin, aber... Ach nein, das ist für das Rezept gewesen, glaube ich. Also den machen wir auf jeden Fall erstmal rein. Der dauert bis zum nächsten Tag. Und die Pilze brauchte ich, glaube ich, hierfür, ne? Ja, 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 okay. Trompette. Ich schreibe mir das mal auf. Trompette. De la Mort. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell von jemandem... vom Zirkel bekommen könnten. Keine Ahnung. Dafür brauchte ich jetzt auch die Blumen. Genau, das war's. Mann. Wir könnten auch noch mal einmal hier Tinte machen, damit wir die dann nicht noch mal neu machen müssen. Und... Ah ja, da haben wir noch 6 Stück von drin. Nee, okay, dann lassen wir den Rest mal. Ja, dann würde ich sagen, dann lasse ich das jetzt erstmal vor sich hin brutzeln. Beende dann damit den Tag. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir diesen Trompette de la Mort herkriegen sollen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich jetzt nochmal in den Wald sollte. Wir könnten es nochmal probieren. Eigentlich wollte ich den Tag beenden, aber wir könnten es nochmal probieren. Ich denke nicht, dass einer von denen mir die einfach so geben wird. Das glaube ich nicht. Aber
Ich wüsste ehrlich gesagt sonst absolut keine andere Möglichkeit mehr, wo wir noch sowas herkriegen könnten. Weil wir haben jetzt wirklich alles probiert und nichts davon hat funktioniert. Von daher, ach so, jetzt stehen auch keine Leute mehr hier, ne? Fällt mir gerade so auf. Die hier den Wald bewachen. Das hat sich wohl auch aufgelöst. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Mind that no one finds your sanctum. It'll be hard to explain that before Otto and his neighborhood watch. Ja. Thank you for helping us save Sophia and Natalia. They may not know what you did, but I won't forget. Ja, das ist doch schön. Kann man da noch irgendwas in Info zu kriegen vielleicht? Have you prepared the winter ritual incantation? Ich suche noch den Pilz, genau. There's been a tiny difficulty getting the trumpet de la mort. That doesn't surprise me. The gloaming is unpredictable. Still, do your best. We must turn the seasons before it becomes too difficult. Die Dämmerung. Die Dämmerung. Kann das sein, dass wir nachts da rein müssen? Wegen dem Pilz? Oder ist das einfach nur random, ob wir hier irgendwo einen Pilz finden? Also ich gehe jetzt nochmal, weil es jetzt Nacht ist, nochmal hier durch. Wobei ich eher nicht denke, dass wir was finden werden, aber nur zur Sicherheit nochmal. Aber ich denke mal, da mich eben jetzt die Ranken noch nicht angegriffen haben, dass sich das wohl noch nicht zurückgesetzt hat, weil das der gleiche Tag ist. Also dann vermute ich eher, dass wir wahrscheinlich jeden Tag mal gucken müssen, ob hier eventuell ein neuer Pilz ist. Ach so, hier war wieder, dass wir zurückkommen. Ob wir hier eventuell einen Pilz finden. Und ja, ich denke mal, dann wird es auch egal sein tatsächlich, ob wir jetzt tagsüber dahin gehen oder ob wir jetzt nachts dahin gehen. Weil das wird keinen Unterschied machen. Gehe ich mal stark von aus, weil, ne? Oh, Moment, was ist das? Nein! Die zuppeln doch! Ich habe gedacht, dass wir den hier, dass wir den nehmen können. Aber den können wir nicht nehmen. Ach, Mann. Wieso sind die hier so am Leuchten? Gut, die sehen jetzt alle nicht nach dem Pilz aus, den wir suchen. Das gebe ich auch zu. Aber, naja. Ja, nee, ein Versuch war es auf jeden Fall nochmal wert, nochmal reinzugehen, jetzt wo es nachts ist. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was wird da oben eigentlich angezeigt? Das ist doch eigentlich meine Ausdauer. Wieso ist dann dieses komische Zeichen hier von dem Wald hier? Ja, dann gehen wir wohl mal wieder zurück. Schade, schade, schade. Die anderen werden mir dann auch nicht helfen können, aber ich spreche die trotzdem noch mal eben an. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ja, das war's dann wohl. Und das war's dann auf jeden Fall auch für heute. Ich werde jetzt wieder zurücklaufen und ja, das Übliche halt, ne? Ich verabschiede mich mal von euch und wir sehen dann in der nächsten Folge, werden wir dann den nächsten Trank noch reintun, sofern wir vorher noch Schokolade kaufen können natürlich. Und mit den Pilzen, tja, da müssen wir halt mal gucken, dass wir wirklich jeden Tag da in diese Feenwelt reingehen. Wobei die Feenwelt, das war glaube ich die andere. Ich sag mal diese Pilzwelt. Die Dämmerung. Ja, ich glaube, das Ganze hieß eigentlich die Dämmerung. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed?
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.